aber da oben ist ein Vieh. Zack, zack, bam, und down bist du. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rissan. Beim letzten Mal haben wir den besoffenen Jäger getroffen. Der hatte mehr als nur 2,15 Bierflaschen in Tuss. Der war ja hackedischt. Und da haben wir von ihm ein Bruchstück vom Schwert gekriegt für 2 Bierflaschen. Das war jetzt kein schlechter Deal, finde ich. Und jetzt schaue ich einfach mal, was es hier so gibt. Und beim letzten Mal ist auch ein Handlanger gestorben, weil wegen so einer blinden Moorleiche, die einfach mal so aufgetaucht ist. Nehmen wir, aus für ein Level sind wir dann? Stufe 2 und wir brauchen auch 975 Erfahrungspunkte. Hier gibt es so einige Moorleichen. Da läuft schon eine. Wo bleibt dieser Dreckskerl? Wie bitte? Clay, die alte Drecksau lässt mich hier schon seit Stunden warten. Das Schwein soll mich endlich ablösen. Du schiebst hier Wache? Ja, verdammt, und das schon viel zu lange. Ich kriege langsam schon aufgeweichte Füße von dem Moderboden hier. Kann ich was von dir lernen? Du bist doch ehrgeizig, was? War ich auch mal. Abgesehen vom Kampf gibt es ein paar nette Talente, die du drauf haben solltest. Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. All diese nützlichen Sachen kann ich dir beibringen. Klingt gut. Was gibt es hier so Wichtiges zu bewachen? Der Sumpfbauer, Mann. Ohne ihn sähe es hier düster aus. Wer sollte hier was klauen wollen? Wenn du die Leute aus der Stadt meinst, dann mache ich mir keine Sorgen. Die kommen nicht hierher. Aber die verflixten Viecher überall. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir von Wildschweinen oder Schlimmerem überrannt. Was meinst du mit düster? Alter, jetzt guck dich doch mal um hier. Sieht das hier wie das Paradies aus, oder was? Nö. Keine Kneipe, keine Weiber. Nichts. Schade. Nur stinkender Sumpf. Verdammt. Alles, was uns hier bleibt, ist das Saufen. Ohne das Bier vom Sumpfbauern wäre hier gar nichts mehr, verstehst du? Mhm. Ich will ein besserer Dieb werden. Schlösser öffnen wäre eigentlich ganz cool. Zeig mir, wie man Schlösser knackt. Viele Schlösser haben einen Sperrbolzen, den du erst runterdrücken musst, um das Schloss zu öffnen. Anschließend kannst du mit dem Dietrich in alle Richtungen drücken, bis das Schloss offen ist. Aber sei vorsichtig. Wenn du in die falsche Richtung drückst, kann es passieren, dass dein Dietrich abbricht. Okay. Ich sehe mal nach, was Clay gerade macht. Hol ihn hierher. Ich hab die Schnauze gestrichen voll, verstehst du? Aha. Aber erstmal rede ich mal mit dem Bauern. Alter, ich sehe hier gar nichts. Aber es macht dann die Atmosphäre ein bisschen düsterer, finde ich, wenn es hier ein bisschen dunkler aussieht. Da ist ein bisschen Kraut. So. Da hinten, da wo der Wasserfall ist, sind die. Oh, und ich hänge fest. Da sind die. Wie auch immer. Das ist nicht so gut. Dann rede ich doch mal gleich mit dem Bauern. Ach, die ganzen blöden Würmer. Was suchst du? Du bist neu hier, richtig? Ja. Wie hast du das bloß erraten? Ich sehe schon. Die Jungs vom Don sind dir auch schon derbe auf die Nerven gegangen, was? Aber mach dir nichts draus. Denen ist nur langweilig. Was machst du hier? Ich kümmere mich ums Braukraut, hier auf Roberts Hof. Sicherlich gibt es edlere Pflanzen, aber das Kraut ist sehr vielseitig. Man kann es zum Brauen von Bier verwenden. Ziemlich gutes Zeug. Die Jungs im Banditenlager werden es dir bestätigen. Außerdem lässt sich daraus ein sehr guter Tabak herstellen. Ein Tabak mit besonderen Fähigkeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, was für mich da?
Kannst du mir was von deinem Kraut oder Bier verkaufen? Klar, kannst dir ja mal ansehen, was ich sonst noch so habe. Was weißt du über den Don? Zumindest so viel, dass man sich besser nicht mit dem Herrn des Banditenlagers anlegt. Doch wenn man sich hier an seine Regeln hält, hat man ein recht gutes Leben. Zugegeben, die Arbeit auf dem Feld ist nicht leicht, aber was soll's? Wer ist Robert? Die Jungs unten im Banditenlager nennen ihn den Sumpfbauern. Ihm gehört dieses Feld. Was hast du zu verkaufen? Okay, Kraut, Bier, Wein, Wasser, eine Schaufel und Stacheln. Was haben wir denn selbst so? Mein Gott. Okay. Ich konnte sowieso nicht schlafen. Bist du gekommen, um Schutzgeld zu kassieren? Wie meinst du das? Schon gut. Vergiss es. Was führt dich zu mir, mein Junge? Ist das deine Bruchbude? Ich bin Farmer. Ich baue das Braukraut an für unser Bier hier im Sumpf. Und die Hütte ist meine bescheidene Behausung. Was gibt es über die Gegend hier zu wissen? Du bist noch nicht lange hier, was? Nö. Die Jungs im Banditenlager stehen ganz im Dienste von Don Esteban. Sie sammeln alles an Gold, was sie finden können. Der Don muss mittlerweile schon ein Vermögen in seinem Tempel da unten haben. Du arbeitest für den Don? Mein Junge, ich habe diesen Hof schon seit ich denken kann. Eines Tages kamen die Tempelruinen aus dem Boden und mit ihnen kam Don Esteban und eine ganze Menge Viehzeug. Ich habe mich arrangiert. Blieb mir auch nichts anderes übrig. Verstehst du? Ja. Woher stammt das ganze Gold, das der Don sammelt? Sie bergen es aus den alten Tempelruinen. Unglaubliche Schätze sollen dort zu finden sein. Kannst du mir beibringen, wie man Bier braut? Puh, das erfordert jahrelange Erfahrung und Grundkenntnisse in Alchemie. Die Grundkenntnisse kann ich dir beibringen. Das mit dem Bier dauert zu lange. Braukraut? Was ist das? Das Zeug, aus dem ich das Bier mache. Die meisten nennen es einfach Kraut. Es wächst gerne im Sumpf oder an Flussläufen. Aber wenn man die Augen aufhält, kann man es überall finden. Ich habe herausgefunden, wie man daraus Bier herstellen kann. Das verkaufe ich jetzt. Sogar so gut, dass ich kaum noch zum Krautsammeln komme. Okay. Taugt dein Bier was? Ha, was glaubst du, wie wild alle darauf sind? Fernab der Stadt gibt es keinen besseren Zeitvertreib für die Jungs. Was mich daran erinnert, dass die Köchin unten im Banditenlager noch auf eine Fuhre wartet. Ich muss bald runter und ihr die 10 Flaschen bringen, die ich ihr versprochen habe. Ich kann dir helfen, das Bier abzuliefern. Würdest du das tun? Nun, da gibt es leider einen kleinen Haken. Ach was. Wieso bin ich nicht überrascht? Wegen dieses verfluchten Schutzgeldes kann ich das Bier nicht mehr umsonst abtreten. Ich muss Rachel 50 Gold dafür abnehmen, so leid es mir tut. Gib her das Zeug, ich erledige das. Sehr gut. Hier hast du mein Bier. Und vergiss nicht, ich brauche 50 Goldmünzen dafür. Klar. Kriegen wir hin. Der Don verlangt Schutzgeld von dir? Nicht direkt. Vielmehr der Oberbefehlshaber seiner Kämpfer. Sein Name ist Brogar. Ich zahle ihm monatlich 30 Goldmünzen. Dafür hat er mir Schutz für meinen Hof versprochen. Interessant. Also diesem Brogar müssen wir mal einen auf den Arsch treten. Kann ich dir beim Krautsammeln helfen? Das kannst du allerdings. Und ich bezahle gutes Gold. Für 10 Pflanzen gebe ich dir 70 Gold. Kleinere Lieferungen nehme ich nicht an. Okay. Was kannst du mir über die Grundlagen der Alchemie beibringen? Gold haben wir jetzt nichts mehr, okay. Ich müsste keine aus Pflanzenmilchgetränke. Ganz kleine Tränke. Das wäre ziemlich sinnvoll. Wie viel Kraut haben wir denn? Kraut meiner Pflanze, Heilwurzel, Heilkraut, Pflanze. Kraut. Wir haben noch genug. Was hast du zu verkaufen? Kraut.
7. Er wollte ja 7 Kraut und die habe ich doch eigentlich. Ach, dann halt eben nicht. Ah, es wird langsam hell, super. Okay, dann bringe ich erstmal die Bierflaschen weg. Ah, da sind Bier. So, speichern. Ah, da ist noch mehr Kraut. Da ist noch mal ein bisschen mehr. Sind da oben irgendwas? Sieht jetzt nicht so aus. Da ist noch ein bisschen Kraut. Da haben wir noch mal ein bisschen was. Da hinten sehe ich noch was, aber da ist ja dieses Mistvieh im Weg. Na, dann gehen wir mal zu der Köchin hin. Dons Ehefrau. Und gucken, ob wir irgendwie Geld kriegen. Handlanger. Auf jeden Fall gibt es einen Handlanger weniger. Ungewollt. Ich bin unschuldig. Die Moorleiche war dran schuld. Jetzt müsst ihr mir glauben. Ich schwöre. So. Da ist er doch, Rachel. Übrigens. Broger kassiert Schutzgeld von den Leuten hier im Lager. Was? Bist du dir das sicher? Das wäre schon ziemlich dreist. Findest du nicht? Ich kann nur für dich hoffen, dass du diese schweren Anschuldigungen beweisen kannst. Ich arbeite dran. Übrigens, Luis behauptet, dass Broger den Don ablösen will. Ha, das habe ich auch gehört. Aber tritt doch mal gegen Broger an. Auf einmal weiß niemand mehr von irgendwas, weil sie Angst haben. Es ist immer das Gleiche. Tja. Ich fürchte, wir brauchen schon ein wenig mehr als nur die Aussage von einem betrunkenen Jäger. Okay. Wegen deines Lagers. Ich besorg dir dein Fleisch. Na, endlich mal einer, der anpacken will. Ich brauche 10 Keulen rohes Fleisch. Wenn du mir das Fleisch bringst, kriegst du ausnahmsweise auch ein wenig Gold von mir. Na dann. Wer von den Jungs hier ist denn überhaupt ein Anführer? Geh und rede mit ihnen. Du wirst schon sehen, wer hier was zu sagen hat und wer nicht. Okay. Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres. Na endlich, ich brauche das Zeug. Gib es mir. Moment. Robert will 50 Goldmünzen dafür. Was? Das ist ja wohl die Höhe. Ach, na gut. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Hier hast du sie. Und jetzt her mit dem Bier. Gern geschehen. Ich will trotzdem mit deinem Mann sprechen. Also nochmal. Don Esteban ist beschäftigt. Warum sollte ich alle anderen wegschicken und bei dir eine Ausnahme machen? Ich will bei euch mitmachen. Dann mach dich nützlich. Hier gibt es genug zu tun. Zu Don Esteban lasse ich dich nur, wenn du was wirklich Wichtiges oder Wertvolles für ihn hast, klar? Okay, 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 reg dich ab, Rachel. Dann geben wir wieder zu Roger, dem Bauern. Und geben ihm die Münzen. Und ich hoffe auch die Kräuter. Die er braucht, um das Bier zu brauen. So, jetzt sind wir gleich wieder zurück und dann können wir das abgeben. Ah, da ist ja noch ein Kraut, super. Ist hier noch irgendwo was? Da. Bevor ich zum Bauern Roger gehe. Mistvieh.
Falle! Ich bleib da mal lieber fern. Hilf mir! Alter. Ey, warum hab ich keine Erfahrungspunkte gekriegt? Das ist doof. Ja, lieber, was nehmen? Heilkraut. Bevor wir verrecken. So, speichern. Ne, können wir auch weiter. Auf jeden Fall sind wir hier dann ein bisschen sicherer. Wir müssen nicht drauf achten, wo wir hinlatschen. Logbuch. Quest erledigt. Händler aktuell. Hafenstadt. Banditenlager. Der Arbeiter soll wieder arbeiten gehen. Banditenlager. Oscar möchte sind wir. Okay. Wer will das Clay? Okay. Clay heißt er. Ich glaube, der hat da unten gepennt, soweit ich weiß. Ich glaube, das könnte man nicht ohne Kampf lösen. Dann deswegen speichern. Was ist? Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten? Hm? Verpiss dich! Hier hast du Gold und jetzt beweg dich. Gold. Sehr gut. Her damit. Leg noch mal 10 drauf und wir kommen ins Geschäft. Beweg deinen Arsch. Oder was? Na schön, hier sind deine 10. Ah, sehr schön. Na dann werde ich mal sehen, was ich tun kann. Wir sehen uns. Arschloch. Wie schon vor allen Dingen ein paar zitiert habe, dass wir am Anfang ein bisschen die Kämpfe aus dem Weg gehen sollten. Weil wir noch ein ziemlicher Noob sind. Ja, bringt es nichts zu kämpfen, das wird halt Ewigkeiten dauern. Und ich müsste wahrscheinlich auch mehrmals laden. Hey, wo ist er denn? Ah, da ist er doch. Clay hat deinen Posten übernommen. Das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Ich ruhe mich jetzt aus. Jo, mach das. Jetzt habe ich 5 Goldmünzen gewinnen. Also Kampf vermieden und 5 Münzen gekriegt. Du, das ist gerade ganz schlecht. Okay. Verkauf mir dein goldenes Bruchstück. Na gut. 100 Gold. Besorg dir erst mehr Gold. Okay. Achso, genau. Wir müssen ja noch das Bier abgeben. Was sag ich Bier? Das Geld. Kriegen wir auch noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte. Sind wir gleich da? So. Da sind die blöden Würmer, die werden wir auch irgendwann mal killen. Dann haben wir Ruhe von denen und müssen nicht Sorgen machen, ob wir da hinlaufen können oder nicht. Mal sehen. Schon ein cooler Ausblick von hier oben. Robert. Ich habe dein Bier bei Rachel abgegeben. Sehr gut, Junge. Hast du das Gold bekommen, worum ich dich gebeten hatte? Ja, hier ist es. Jetzt bin ich aber platt. Gut gemacht, mein Junge. Ich danke dir. Das werde ich mir merken.
Beim nächsten Mal kannst du auf mich zählen. Okay. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du noch mehr hast, den Preis kennst du ja. Mhm. Was kannst du mir über die Grundlagen der Alchemie beibringen? Wir haben immer noch nicht genug Gold. Naja. Okay, mehr hat er nichts zu erzählen. Das sind bestimmt... noch 350 Stand sind wir auf Stufe 3. Okay, der hat nichts Neues. Dann guck ich nochmal... Obwohl, ich glaube, hier mache ich mal einen kleinen Cut. Ihr könnt mir dann in die Kommentare schreiben, ob ich die Parts so lassen soll von der Länge her oder ob ich die ein bisschen länger gestalten soll. Könnt ihr mir dann alles in die Kommentare schreiben. Dann gehe ich hier hoch und können dann die Aussicht genießen. Und dann werde ich sagen, abonnieren, liken, nur von wo ihr sehen, kommentieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski, bye bye.